19. Juni 2020 in Österreich. Ein Taxi rast am frühen Abend aus Wien zum Flugplatz Vöslau. Die Strecke dauert normalerweise nur 35 Minuten. Der Taxifahrer kennt sich aber nicht aus und verpasst die Einfahrt zum Flugplatz. Der Flughafen ist sehr klein. Ein Tower, ein paar Hangars und ein Restaurant. Schon seit Nachmittag steht hier ein kleines Flugzeug abflugbereit. Eine Cessna Citation Mustang Modell 510. Flugnummer FTY5. Doch der Fluggast verspätet sich. Um 19.45 Uhr kommt das Taxi endlich an. Kurz vor dem Rollfeld warten zwei Piloten. Ein gut gekleideter Mann steigt aus dem Auto. Hellblaue Jeans, weißes Hemd, schwarze Lederjacke, schwarze Sneaker. Er bezahlt den Flug in bar. 7.920 Euro ohne Quittung. Um 20.03 Uhr hebt die Maschine ab. Bei dem Reisenden handelt es sich um einen Mann mit vielen Gesichtern, noch mehr falschen Pässen und engen Kontakten zu ausländischen Geheimdiensten. Er ist in zwielichtige Deals verwickelt, spielt gerne Spion und Agent und genießt ein ausuferndes Leben im Luxus. Er ist außerdem die Schlüsselfigur im größten Wirtschaftsskandal der Bundesrepublik und seit jenem Abend am Flugplatz Vöslau auf der Flucht. Dan Marsalek. Jan Marsalek. Dan Marsalek. Missing. Was accused of fraud, vanished without a trace. Die Staatsanwaltschaft München 1 sucht mit Nachdruck nach diesem Mann. Seit mittlerweile 3 Jahren wird der ehemalige Wirecard-Vorstand Marsalek weltweit gesucht. Wo steckt Jan Marsalek? Wirecard wird 1999 gegründet. Der Konzern gilt lange als die deutsche Antwort auf Silicon Valley. Eine Tech-Firma für Online-Zahlungen. Quasi das deutsche PayPal, aber für Unternehmen. Am Anfang werden vor allem Zahlungen auf Porno- und Glücksspielseiten übernommen. Doch die Kunden werden schnell seriöser. In den nächsten Jahren legt Wirecard einen kometenhaften Aufstieg hin. 2018 ist das Unternehmen größer als die Deutsche Bank. And eventually in June 2020 it collapsed. It went straight from the DAX 30 to nothing. Dan McCrum hat als erstes Ungereimtheiten in den Zahlen von Wirecard aufgedeckt und gemeinsam mit seinem Team den entscheidenden Stein im Betrugsfall ins Rollen gebracht. Links zu McCrums Buch House of Wirecard und zum Wirecard-Podcast der SZ findet ihr in der Beschreibung. Am 18. Juni bestätigen Wirtschaftsprüfer von EY, dass bei Wirecard Belege in Höhe von 1,9 Milliarden Euro fehlen. Geld, das eigentlich auf Konten in Asien liegen soll. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist. Vorstandschef Braun trat heute mit sofortiger Wirkung zurück. Der Traum des deutschen Ausnahmestartups ist vorbei. Ein Unternehmen mit einer deutlich solideren Erfolgsstory ist Revolut. Revolut ist eine digitale Bank mit weltweit mehr als 35 Millionen Nutzern. In nur wenigen Minuten kannst du dir ganz einfach ein kostenloses Konto erstellen und es direkt nutzen. Über unseren Link kannst du dir die App herunterladen mit einem 20€ Willkommensbonus. Wir sind große Fans der App. Sie ist super sleek, einfach zu bedienen und es gibt ein umfangreiches Angebot an Features. Wenn du Bargeld brauchst, kannst du innerhalb deines Abo-Limits überall kostenlos Geld abheben. Wenn du viel im Ausland unterwegs bist, kannst du dein Geld in mehr als 36 Währungen direkt umtauschen. Das ist oft günstiger und Revolut berechnet dafür keine versteckten Kosten. In der App hast du deine Finanzen immer im Blick. So kannst du leichter Geld sparen und Ausgaben besser planen. Mit der Pockets-Funktion kannst du Unterkonten erstellen, Sparziele festlegen und dein Wechselgeld automatisch einzahlen lassen. Revolut ist außerdem Partner von vielen Unternehmen, bei denen du mit deinem Konto bis zu 30% sparen kannst. Über diesen QR-Code und den Link in der Beschreibung könnt ihr Revolut testen und erhaltet bei der Eröffnung eines Kontos einen 20€ Willkommensbonus. Markus Braun wird festgenommen. Er wird wegen unrichtiger Darstellung, Marktmanipulation, Untreue und gewerbsmäßigen Bandenbetrug in Milliardenhöhe angeklagt. Die Staatsanwaltschaft erteilt aber nicht nur gegen ihn einen Haftbefehl. Der zweite, mutmaßlich Hauptverantwortliche, ist der Österreicher Jan Marsalek, Vorstand bei Wirecard und maßgeblich zuständig für die Geschäfte in Asien.
Seit Dezember 2022 läuft ein gewaltiger Prozess zu dem Fall. Neben Ex-CEO Markus Braun sitzen auch der ehemalige Chefbuchhalter Stefan von Erfa und Kronzeuge Oliver Bellenhaus auf der Anklagebank. Für alle Männer gilt die Unschuldsvermutung. Doch der Prozess findet ohne Marschalek statt, denn von ihm fehlt seit fast 4 Jahren jede Spur. Marschalek wird am Tag, an dem EY die Bilanzprobleme publik macht, mit sofortiger Wirkung freigestellt. Braun bittet ihn trotzdem, auf die Philippinen zu reisen. Dort soll er herausfinden, wo die 1,9 Milliarden Euro geblieben sind. Am 23. Juni 2020 landet er am Flughafen von Manila. Einen Tag später reist er aus dem knapp 800 Kilometer entfernten Cebu weiter nach China. So steht es zumindest in den Dokumenten der Einwanderungsbehörde der Philippinen. Aber irgendwas stimmt nicht. Bei seiner Einreise ist Jan Marschalek auf den Überwachungskameras des Flughafens nicht zu sehen. Am vermeintlichen Abreisetag gibt es auch überhaupt keine Flüge nach China. Beamte der Einwanderungsbehörde haben offenbar die Daten gefälscht. Sie werden später dafür angeklagt. Wo ist Marschalek also wirklich? Noch am Abend des 18. Juni geht Marschalek in ein Restaurant in München, ins Il Sogno. Hier trifft er sich mit 2 Vertrauten aus Österreich. Der erste ist Martin Weiß, ein ehemaliger Verfassungsschützer. Der zweite ist Thomas Schellenbacher, Abgeordneter der rechtspopulistischen Partei FPÖ. Marschalek erzählt den beiden, dass er dringend auf die Philippinen müsse, um die Bilanzprobleme von Wirecard zu regeln. Am liebsten will er über Minsk, Belarus fliegen. Er gibt ihnen seinen Reisepass, damit sie einen Flug für ihn buchen können. Am nächsten Tag geht um 11.56 Uhr eine Mail am Flughafen in Minsk ein. Der Absender, eine Mitarbeiterin der Minsker Reiseagentur Planeta Krios. Es geht um die VIP-Einreise eines besonderen Gastes aus Wien. Im Anhang ist ein Diplomatenpass aus dem Karibikstaat Grenada. Laut Recherchen der SZ wurde die Mail später inklusive Anhang versehentlich gelöscht. Am Abend hebt eine kleine Cessna mit Jan Marschalek an Bord ab und fliegt Richtung Belarus. Knapp 3 Stunden später landet die Maschine in Minsk. Bei der Passkontrolle am Flughafen legt Marschalek seinen echten Pass vor. Er wird bereits erwartet. Ein schwarzer Mercedes-Kleinbus mit belarussischem Kennzeichen holt ihn ab. Er wird ins 45 Kilometer entfernte Hotel Hampton in der Tolstoi-Straße in Minsk gebracht. Die Minsker Behörden wissen nicht, ob Marschalek Belarus je verlassen hat oder wo er sich befinden könnte. Marschalek hat mehrere Tage Vorsprung, als die Staatsanwaltschaft beginnt, nach ihm zu suchen. Sie stürmen eine seiner Villen in München. Was sie dort finden, wirft nur noch mehr Fragen auf. Vor seiner Flucht verbringt Marschalek die meiste Zeit hier, in der Prinzregentenstraße, Haus Nummer 61. Eine schicke Villa und sowas wie ein Clubhaus für Marschalek, seine Geschäftsfreunde und enge Vertraute. Es gibt eine High-End-Überwachungsanlage und Pläne für einen abhörsicheren Raum. Gewohnt hat hier niemand. Das Gebäude wurde teilweise als Büro genutzt, zum Beispiel von Martin Weiß, dem ehemaligen österreichischen Verfassungsschützer, der Marschalek zur Flucht verholfen hat. Aber auch Ex-Agenten, Militärs und Geldwäscher gehen ein und aus. Inmitten von italienischen Designermöbeln und teuren Ölgemälden sitzen sie und diskutieren Geschäfte. Manchmal gehen sie dafür auch in feine Restaurants. Geschäftlich ins Feinkost Käfer, privat ins Matsuhisha Munich. In der Villa finden die Beamten etliche teure Gemälde und Skulpturen. Sogar eine Figur von Wladimir Putin stand auf seinem Schreibtisch. Außerdem finden sie eine schwarze Kampfmontur. Damit war Marschalek 2017 offenbar in Palmyra in Syrien. Kurz nachdem das Gebiet durch syrische Truppen vom IS befreit wurde. Russland hat die syrischen Kräfte bei der Befreiung unterstützt. Marschalek wollte wohl etwas erleben, was niemand sonst erleben kann. Einfach mal ein aktives Kriegsgebiet bereisen. When he gets there, he's showing the Russian troops the gear he's brought with him. He's got like this super Kevlar helmet, some sort of jacket which has a bulletproof vest built into it. And the troops say to him, "Yeah, this is some really nice stuff you've got here. But if you go for a stroll out there wearing this, every sniper in the area is going to think you're the number one VIP and they're going to shoot you dead." So he leaves it all in the hotel. And so there's this little bit of this, I mean in English we say all the gear and no idea. Das alles will nicht so ganz zum Vorstand eines deutschen Top-Unternehmens passen. Was hat es mit der Villa auf sich?
Warum sind dort so viele zwielichtige Menschen ein- und ausgegangen? Den Ermittlern wird bewusst, dass die Suche nach Marshalek viel aufwendiger wird als zunächst gedacht. Sie haben es mit einem Mann zu tun, der jederzeit bereit war, sich in Luft aufzulösen. Marshalek soll Verbindungen zu verschiedenen Geheimdiensten gehabt haben. Laut Bekannten habe er sich gerne mit aktiven und ehemaligen Agenten und Spionen umgeben. Er selbst war scheinbar eine Art Hobbyinformant. Vor Geschäftspartnern gab er anscheinend damit an, die Pläne des russischen Nervengifts Novichok zu besitzen. Damit wurden Anschläge auf die russischen Oppositionellen Sergei Skripal und Alexei Nawalny begangen. In geleakten Chatnachrichten prahlt er mit seinen Kontakten zur amerikanischen CIA und zum israelischen Mossad. Einige geleakte SMS deuten darauf hin, dass er als V-Mann für die rechtspopulistische FPÖ tätig war. Es gibt außerdem Hinweise darauf, dass Marshalek als Informant für den österreichischen Geheimdienst BVT unter Martin Weiß gearbeitet hat. In Libyen wollte er laut Financial Times eine eigene Söldnertruppe rekrutieren. Marshalek hat schon während seiner Zeit bei Wirecard gerne Decknamen verwendet. In Videocalls hat er sich als John Smith eingeloggt. Während seiner Flucht schickt er als Richard Dabrowski und Karim Gasmi Nachrichten an Vertraute. Doch Marshalek hat noch viele weitere Identitäten. Mit diesen beiden Bildern fanden das BKA, Europol und Interpol nach ihm. I've actually got his poster behind me. There's the wanted poster, which I think you can still see on train stations and the like in Germany. Aber kennt ihr auch dieses hier oder die hier? Jan Marshalek hat für viele seiner falschen Namen einen eigenen Pass. Als Max Mauer soll er Belarus bei seiner Flucht verlassen haben. I think 7 was the number that I heard, as well as having a diplomatic passport potentially from a country in the Caribbean. And that kind of fits with the picture of him as well. You know, he was comfortably multilingual, went to the French school in Vienna, had a Czech father, spoke English perfectly. Mit seinen Pässen war Marshalek seit 2010 viel unterwegs. Er war mehrfach in Singapur und Dubai, wo Wirecard Niederlassung hatte. Er war auch in Budapest, Paris, Wien, London, Mumbai, Nizza und Moskau. Insgesamt soll Marshalek seit 2010 über 60 Mal in Russland gewesen sein. There are some instances where he sort of flies in one day and almost immediately flies out again. So he's clearly meeting people at the airport or close by. And that's a kind of odd thing to do. 2022 wird der Süddeutschen Zeitung und der kremlkritischen Online-Plattform Dossier Center ein Dokument zugespielt. Das Dokument ist ein weiterer falscher Pass, ausgestellt auf den Namen German Bajenov. Der liefert einen Hinweis auf den Aufenthaltsort und die neueste Identität Marshaleks. Moskau. Ein Audi A8 kommt vorgefahren. Auf der Rückbank ein Mann mit roter Jacke, Glatze und Vollbart. Er ist gerade zurück aus seinem Winterurlaub in Sotschi. Direkt dahinter ein Toyota Land Cruiser, in dem seine Beschützer vom Geheimdienst sitzen. Es geht ins Lamer, ein Moskauer Edelrestaurant, in dem auch Wladimir Putin gern isst. Besonders bekannt ist das Restaurant für seinen Fisch. Austern, Hummer, Kaviar, alles fangfrisch. Nach dem Essen geht es zurück in die streng bewachte Community Mayendorf Gardens. Die ist in einer der teuersten Wohngegenden Russlands, Rastori. Hier wohnt Marshalek. Wie auch in München, stilecht in einer Villa. Neben den Superreichen hat auch der Kreml hier sein Gästehaus. Nicht weit entfernt hat Putin sein Anwesen. Es sieht so aus, als habe jemand zwar die Stadt und Identität gewechselt, aber seinen Stil beibehalten. Als Agent mit der Lizenz zum Luxus, schreibt die SZ. Das ist das neue Leben von Jan Marshalek. Wahrscheinlich. We have to understand, of course, there is sort of mystery layered on mystery here. And so maybe everything that we hear or is reported isn't the complete truth. Die Details von Marshaleks neuem Leben kommen größtenteils aus russischen Quellen. Immer wieder werden Fotos geteilt, die ihn in seinem Auto oder in einem Luxusrestaurant zeigen sollen. Die Infos lassen sich oft nicht unabhängig überprüfen. Die deutsche Justiz und Behörden weltweit sind sich mittlerweile aber sicher, dass Marshalek wirklich in Moskau untergetaucht ist und dort seit mittlerweile 3 Jahren lebt. 2021 bekommt der Bundesnachrichtendienst sogar ein Gesprächsangebot aus Moskau. So there was a moment when a meeting was offered by some part of the Russian Secret Service to their German equivalent.
Would you like to come and meet Jan Marsalek? Talk to him, find out what was going on. And they turned him down, I think because they realized if there was photographs or videos taken of German secret agents secretly meeting Jan Marsalek, the bad guy who's disappeared, that would just fuel a lot of conspiracy theory and, you know, would raise more questions. So they turned that down. Die Bundesregierung hat zu diesem Fall bis heute keine Angaben gemacht. Im Dezember 2023 erscheint ein Bericht des Wall Street Journal. Nach allem, was Behörden weltweit ermitteln konnten, scheint immer klarer zu werden. Jan Marsalek ist wirklich seit fast 10 Jahren ein russischer Spion. Laut einer Recherche von Bellingcat ist er ab 2014 immer häufiger nach Moskau gereist. Er soll Informationen von Wirecard-Kunden an Moskau weitergegeben haben. Zu diesen Kunden gehörten auch der BND und das BKA. Das BKA soll fast ein Drittel seiner Kreditkartenzahlungen für Informanten über Wirecard abgewickelt haben. Durch Einsicht in diese Überweisungen lassen sich indirekt Identität und Aufenthaltsort von Geheimdienstbeamten zurückverfolgen. Marsalek soll auch die russische paramilitärische Wagner-Gruppe unterstützt haben. Außerdem soll er illegal Geld für russische Spione bewegt haben, um geheime Operationen zu finanzieren. So auch eine Gruppe von Bulgaren, die in Großbritannien für Russland spioniert haben soll. Nachdem Dan McCrum 2019 das erste Mal über finanzielle Ungereimtheiten in Singapur berichtete, wurde er zur Zielscheibe von Einschüchterungsversuchen. Er und andere Journalisten wurden observiert, ihre Handys abgehört. McCrum vermutet, dass die in Großbritannien verhafteten Bulgaren damit zu tun gehabt haben könnten. And so one of these guys is alleged to have essentially run a company that helped you hack phones. And he helped Jan Marsalek, pretty sure at about the time he was trying to hack my phone and work out what I was doing, hack people's phones, find out their locations, steal their contacts, that sort of thing. Die Staatsanwaltschaft in Großbritannien wirft Marsalek vor, dieser Gruppe von Bulgaren von 2020 bis 2023 Befehle erteilt zu haben. Die Gruppe hat unter anderem Infos über Zielpersonen gesammelt, um Russland bei Entführungen zu helfen. McCrum vermutet, dass Russland Marsalek als Gegenleistung für seine Spionagetätigkeiten bei seiner Flucht geholfen hat. I think if you're a country like Russia, you kind of have to advertise that you look after your guys, don't you? You can't leave them out in the cold or throw them to the wolves. Because why would people then work for you in the future? In Deutschland drohen Marsalek bei einer Verurteilung bis zu 14 Jahre Haft. Doch dafür müssten die Justizbehörden ihn erstmal in die Finger bekommen. Das einzige handfeste Lebenszeichen von Marsalek ist ein 8-seitiger Brief, der im Juli 2023 bei den Justizbehörden in Deutschland einging. Darin beteuert Marsalek seine Unschuld. Statt Täter sei er selbst Opfer eines Betrugs geworden. Der eigentliche Täter sei der ebenfalls angeklagte Ex-Manager Oliver Bellenhaus. In dem Brief steht weder, wo Marsalek ist, noch wo die fehlenden 1,9 Milliarden sind. Marsaleks Anwalt Frank Eckstein scheint aber offensichtlich mit seinem Mandanten in Kontakt zu stehen. Das Gericht schätzt den Brief als weitgehend unbrauchbar ein. Laut Wall Street Journal könnte Marsalek sich aktuell in Dubai aufhalten. Nach dem Tod von Jewgeni Prigoschin soll er dort aktuell beim Wiederaufbau der Wagner-Gruppe in Afrika helfen. Die Jagd nach einem der meistgesuchten Männer der Welt geht weiter. Die Behörden tappen immer noch im Dunkeln. Erst kürzlich wurde der Wirecard-Prozess um fast ein Jahr verlängert. Neue Recherchen, unter anderem vom ZDF und vom Spiegel, haben jetzt aufgedeckt, dass Marsalek nach seinem Verschwinden, aber auch schon Jahre davor, mit dem russischen Geheimdienst zusammengearbeitet hat. Marsalek soll durch eine Liebesbeziehung mit der mutmaßlichen russischen Agentin Natalia Slobing in die Spionage eingebunden worden sein. Nach seiner Flucht verhalfen ihm die russischen Behörden zu einer neuen Identität. Er benutzte den Pass eines Priesters. Cheers.
Wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat. Über diesen QR-Code und den Link in der Beschreibung könnt ihr Revolut testen und erhaltet bei der Eröffnung eines Kontos einen 20 Euro Willkommensbonus. Ansonsten bis zum nächsten Mal.